Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu IAE 2952 Ausstellungstag 2. Heute Aegis Dynamics am Start und ich werde mich gleich da mit dem Shuttle aufmachen dorthin und wollte euch aber vorher mal zeigen, wie es hier in Orison bei Nacht aussieht. Nämlich wunderschön tatsächlich. Da hinten sieht man noch so ein bisschen Sonnenlicht, die Sterne oben drüber. Riesiges Transportschiff hier schon wieder. Und da unten die Bäume auch schön beleuchtet. Also es ist wieder mal eine super hübsche Location hier. Ich mache mich mal auf den Weg und dann sehen wir uns gleich in der Ausstellungshalle. Außer ich sehe unterwegs noch was, zeige ich euch das. Da sind wir auch schon. Diesen Text hier wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr habt beim letzten Mal so ein bisschen übergangen. Ich weiß, aber einfach Pause drücken, lesen und wir schauen aber mal, was hier gibt. Heute der Aussteller, unschwer zu erkennen, Aegis Dynamics. Und wir gucken mal, ob wir in die Redeemer reinkommen heute. Ich bezweifle es irgendwie, aber eigentlich sollte es machbar sein. Was haben wir denn unten? Die Vulcan und die Nautilus als Hologramme wieder. Okay, ja, das war zu erwarten. Dann haben wir in Zenith Hall 5 links oben die ganzen Vanguards. In der 2 haben wir die Avenger und Gladius. Die Valiant-Variante wieder, okay. Und dann haben wir hier die große Hammerhead auf jeden Fall. Dann Retaliator in der Bomber-Version. Redeemer und dahinter verstecken sich noch die beiden Saber. Die beiden Saber-Varianten, stimmt nicht. Es gibt 3 mindestens. Aber den Raven haben sie nicht hier. Und da würde ich sagen, ist er vielleicht am spannendsten. Die Redeemer. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in der Redeemer drin war. Ich glaube beinahe nicht. Na, schauen wir uns mal an. Invictus Launch Week is a great opportunity to see your taxes at work. Das hier ist, glaube ich, auch immer derselbe Text, ne? Den hatten sie letztes Jahr auch schon. Aber wurscht. Die Redeemer, ein großes Gunship, hatte ursprünglich auch eine zweite Funktion als Landungsschiff. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch hat. Lesen möchte, kann hoffentlich schnell lesen. Er hat auf jeden Fall Unmengen von Waffen. Ne? Und wir sehen schon, hier den Boden können wir damit auf jeden Fall ganz gut belegen. Da oben drauf haben wir auch noch einen großen Turm. Dann hier dieses, ja, das Nussknacker-Triebwerk. Ne, beim Fliegen klappt es hier auf, wie so eine Zange im Prinzip. Ne, da sieht man auch die Naht in der Mitte, das große Gelenk. Und das ist halt, da sind dann die Antigravmodule und die Antriebsmodule drin versteckt. Ganz spannende Sache. Da haben wir noch einen kleinen Automatikturm. Und hier kam früher im ursprünglichen Design mal ein Ladekran raus, ein kleiner, um Dinge in den Frachtraum einzuladen. Der wurde jetzt ausgetauscht gegen einen Komponentenzugang. Wollen wir mal zumachen hier die Rampe, dann können wir uns das Heck mal so im geschlossenen Zustand angucken. Ne, ich will das nicht mieten. Ich will hier. Oh Mann, ernsthaft. Warum geht denn das nicht? Ne, ich will es nicht mieten. Okay, perfekt. Also, wir können nicht zumachen. Gut, haben wir das schon mal geklärt? Also, hier kommt man rein und raus auf jeden Fall. Ups. Ein bisschen hüpfen muss man hier. So, und hier können wir öffnen und hier können wir auch schließen. Die Rampen, die
Der Sound und so, ne, ist ganz gut. Und wie sich das bewegt, hier links und rechts mit den beiden Schienen. Doch, das gefällt mir irgendwie. Jetzt steht er auch close tatsächlich. Das ist richtig so. Schauen wir uns mal um. Ich glaube, hier war ich tatsächlich noch nicht drin. Das kann man hier so als kleine Luftschleuse benutzen, scheinbar. Ich mache mir jetzt zu einfach. Dann schauen wir uns mal um. Also hier haben wir eine Fluchtkapsel. Nee, das ist Fracht. Kann man die Tür auch irgendwie umstellen, dass sie nicht automatisch aufgeht? Nee, das geht hier nicht. Das hier sieht aus wie eine kleine Frachtkapsel tatsächlich, ne, mit diesem Boden. Oder täuscht das? Doch, da steht es ja auch dran. Cargo. Also hier zwei SCU werden da reinpassen, denke ich. Was haben wir hier drüben? Da steht nichts dran. Da kann man einfach nur auf Öffnen klicken. Das kann man da drunter noch anklicken. Ach, Licht. Funktionierte aber nicht. Okay, perfekt. So, hier haben wir dann eine Dusche mit Erste-Hilfe-Kasten, so ein Standard drin auf jeden Fall. Steht dran, kein Trinkwasser. Aber Duschwasser ist dann schon okay, oder was? Okay, also hier eine kleine Dusche auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, für wie viel Crew das Ding ausgelegt ist. Hier haben wir einen Kleiderschrank, ne? Also ein bisschen Helm, Anzug und sowas, passt da rein. Ein paar Stiefel. Da kann man so ähnlich auch aus den Vanguards. Da unten können wir auf das Storage zugreifen. Will ich jetzt nichts reintun, danke. Dann haben wir hier Betten durchnummeriert, 3, 4. Da sind 1 und 2 auf jeden Fall. Achso, hier haben wir auch noch einen, so einen Kleiderschrank und so ein kleines Staufach. Das ist schon gut. Ah, wir haben hier für jeden. Sind die durchnummeriert? Ah ja, stimmt. 3, 4. Und hier drüben sind 1 und 2. Also alle, die hier schlafen, müssen ein bisschen rüber rennen, um an ihre Kleider ranzukommen. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Ne? Aber gut, die Aufteilung ist natürlich nicht ganz optimal möglich hier räumlich. Na, da haben wir hier ein kleines Trinkfach. Da werde ich mir hier einfach mal so eine Flasche rausschnappen. Werde ich mir angucken. Das ist cool, dass das auf jeden Fall funktioniert. So, kleinen Moment. Ja, also hier diese kleine Minibar. Auf jeden Fall super praktisch. Und hier oben so ein bisschen Lebensmittel zubereiten auf jeden Fall. Und ja, noch ein bisschen Staufächer für alles, was man dazu braucht. Super gut, dass man hier auch gleich mal sieht, was da so ungefähr reinpasst. Ich weiß gar nicht, was da hinten für Boxen sind. Wie groß sind die? Irgendwelche Container? Da komme ich ja nicht so richtig ran auf jeden Fall. Hier könnte man auch irgendwelche Dosen essen und so. Also die Dosen nicht, aber den Inhalt. Ja, super cool eigentlich. So, und dann haben wir hier den Leiterschacht, der nach oben führt. Hier unten haben wir alles angeschaut, ne? Also hier ist nur so ein bisschen Schlaf, Lebens, Essen, Zeug. Und wir krabbeln einfach mal nach oben. Und hier ist die Beleuchtung schon deutlich anders. Ja, nicht so gemütlich, sondern mehr, hier wird gearbeitet. Genau, und hier haben wir die, ja, weiß nicht, wie heißen die denn? Jump Seats. Für 4 Leute nur noch. Früher waren es deutlich mehr. Hier natürlich auch mit Waffen, da passen mehr als 4 rein. Ich behaupten, ja, ich krieg's nicht auf, abgeschlossen, passiert. So, da vorne geht's dann, ist das die Brücke da vorne? Das muss die Brücke sein, ne? Wir schauen mal, was hier hinten liegt. Komponenten, würde ich denken, gibt's hier. Ein größerer Menge, genau, hier sind die Batterien auf jeden Fall. Was hier hinter? Scanner und Radar. Kann man aufmachen? Kann man nicht aufmachen. Hier ist Batteriefach, können wir öffnen. Theoretisch. Vielleicht auch nicht. Alter Scheiß. Ah, hier, das kann man schließen tatsächlich.
die Abdeckung hier vom Powerplant nicht. Hier ist der Schickgenerator, würde ich denken. Das ist so ein bisschen entblößt. Ach, Quantum Drive ist es. Klar. Hier so ein bisschen Konsolen, um das Ganze zu überwachen. Was ist denn das hier? Das sieht ja spannend aus. Was steht da außen drauf? Und wo ist der Schildgenerator? Ah, das ist das Kühlmodul. Okay, das sieht natürlich geil aus. Und hier ist der Schildgenerator drin. Zwei sogar haben wir da. Interessant. Ja, die Türen sind hier irgendwie auf Automatik gestellt. Funktioniert auch mehr oder minder gut. Und hier kommt man dann zum Turm, zum oberen. Muss man jetzt nicht unbedingt ausprobieren, denke ich. Schauen uns lieber das Cockpit an. Da haben wir hier die Lebenserhaltungssysteme. Kann man nicht öffnen. Der Schwerkraftgenerator hier. Achso, hier haben wir die Tür für den Leiterschacht. Das verschließt sich nur über so eine kleine Klappe. Na gut. Hier noch Konsolen. Um die Schiffssysteme zu überwachen wahrscheinlich. Denke ich mir zumindest. Also hier dieser Mittelbereich hier, ne? Hier kommt man zum unteren Turm. Ich sehe gerade gleich, wo man den öffnen kann. Hier wahrscheinlich, ja. Da geht das. Da kann man in den unteren Turm rein. Ja, mal gucken, wie das gemacht ist. Ich würde es ja eigentlich nur öffnen, aber wahrscheinlich wird hier ein Sitz hochfahren. Na, ich hätte es gern gesehen. Einen Sitz hochgefahren und dann fährt man hier runter mit so einer leichten Drehung und hängt dann unterm Schiff. Ja, schön. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ist hier natürlich ein bisschen im Weg, das Ding. Ne? Also da darf hier nicht gerade zufällig jemand langlaufen. Wenn jemand den Turm verlässt, hier haben wir die beiden Positionen für die seitlichen Geschütze beziehungsweise für die Automatiktürme. Ich überlege gerade, den Nasenturm, hat den der Pilot unter Kontrolle? Wahrscheinlich schon, ne? Das hier wäre erstmal intuitiv für die seitlichen Türme. Da hätten die jeweils nur ein Geschütz und wir hätten hinten noch einen Automatikturm, für den es gar keine Station gibt. Ja, da weiß ich gar nicht, wie die Aufteilung ist. Kann man das rausfinden? Remote Turret Seat und Front Remote Turret. Okay, also hat der Pilot die beiden Seitenkanonen unter Kontrolle und hier können wir die beiden Kleintürme dann uns angucken. Ach, habe ich hier gerade aufgemacht aus Versehen. Tut mir natürlich leid, ne? Also hier Computer. Denke ich, ach, Avionics, genau, der Flugcomputer. Das sieht aus wie ein Feuerlöscher. Steht auch dran. Und dann setzen wir uns hier einfach mal. Das Cockpit tatsächlich erstaunlich retro. Light Assist, ne, brauchen wir gerade nicht. Machen wir ein bisschen Power einfach. Das Scanning hat, können wir einschalten. Ja, ansonsten ist er gar nicht so spannend, ne? Ich hätte ja gerne mal das Display gesehen hier. Weil so könnte das auch irgendwie tatsächlich ein Envil-Cockpit sein. Wenn ich mir das so angucke mit diesen großen, klobigen Monitoren, aber wahrscheinlich haben die hier ein bisschen bessere Qualität. So, dann schauen wir uns dieses Schiff einfach mal von außen an. Und da sehen wir diese große Heckflosse hier. Der hintere Turm, der da von einem von den beiden Sitzen kontrolliert werden kann. Der obere bemannte Turm, unterer bemannter Turm, ne, da sind die beiden Kanonen unter den Tragflächen.
die, ja, Tragflächen stimmt nicht, ne, an den Stummelflügel ansetzen, die vom Piloten kontrolliert werden. Und da haben wir den vorderen ferngesteuerten Turm. Ja, das Ding sieht tatsächlich ganz gut aus, hat ernsthaft Feuerkraft. Also ich finde, das sieht ganz gut gelungen aus, tatsächlich, das Ding. The UEE Navy small but elite group of vehicle operators trained for a variety of operations. For their combat search and rescue training, they are some of the few non-marine military personnel. Sieht echt ganz interessant aus. Na gut. Kommen wir mal wieder raus hier. Haben wir das auch angeschaut. Dann können wir mal gucken, wie lange man hier braucht, um rauszukommen. Ja, es geht auf jeden Fall, ne? Die Rampe hier dauert wahrscheinlich am längsten. Aber ist alles kein Problem. Also ziemlich klein, ziemlich kompakt. Der Weg so ungefähr mit der 400i zu vergleichen. Das Schiff hier vom Innenraum her ist ein bisschen größer, würde ich denken. Und das eigentlich, wenn man hier dicht herangeht. Ne, kommt jetzt nicht hin. Aber natürlich ein ganz anderer Schiffstyp, ne? Aber schön, gefällt mir. Ist auch eine gute Schiffsgröße, finde ich. Also nichts für langfristiges, ne, weil dieser Wohnraum ist einfach ein bisschen klein, sehr spartanisch auf jeden Fall, aber immerhin für 4 Leute. Ne, dann ist ein Turm immer unbesetzt tatsächlich bei 4 Leuten, oder man sagt halt, man wohnt zu 5 drin, hat aber nur 4 Betten, weil eh immer einer Wache hat. Würde funktionieren, vermutlich. Ansonsten müsste man halt einen Turm automatisieren irgendwie. Kann man den Turm einfahren auf der Schiene? Nee, ne? Das ist irgendwie nur Deko oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ja, schauen wir mal weiter. Was sollen wir uns da angucken? Hier haben wir direkt einen Saber nebenan. Da kommen wir mal hin, ne? Da drüben Hammerhead. Da kommen wir eh dran vorbei quasi. Das Ding habe ich ja auch schon zur Genüge gezeigt, da vorne mit diesem großen Docking- und Boarding-Schacht, ne? Ähnlich was auch die Legionnaire von Anvil hat. Ganz ähnliches Prinzip, man fliegt einfach da ran, fährt diesen Undock-Tunnel aus und geht dann auf das Schiff rauf, egal ob die Bock haben oder nicht. Und hier ist es aber hinter deutlich mehr Panzerung versteckt, kann ich nachher mal von der anderen Seite noch zeigen. So, dann haben wir hier eine Saber-Variante, würde ich sagen, mit dem roten. Das ist die Grundvariante. Mit dem roten Cockpit. Ja, das ist quasi das Äquivalent zur Hornet. Und da sehen wir schon, das Ding ist ein bisschen leichter bewaffnet. Ist dafür ein bisschen agiler, ein bisschen schneller, hat bessere Stealth-Eigenschaften. Und generell wirkt halt etwas moderner, sage ich mal. So, ich fühle da mal ein bisschen die Geräusche hier raus, ne? Ansonsten die Leiter, das könnte halt nicht auf dem Anvil-Schiff sein. Es wirkt alles ein bisschen moderner, ein bisschen smoother einfach, ne? Auch von den Geräuschen her, von wie sich das Ganze öffnet, wie sich das bewegt und so. Aber das Design hier hinten von den Triebwerken zum Beispiel, ne? Das sieht man, hat Anvil sich eine Scheibe abgeschnitten inzwischen. Und die haben auch so ein etwas eckigeres Design. Hier sind natürlich noch so ein bisschen Hüllen dran, sage ich mal. Ein bisschen für mehr
Stealth zu sorgen. So, hier die Hammerhead von der Seite. Nach hinten wollen wir gar nicht, ne? Laufen wir einmal unter der Hammerhead durch. Das passt auch. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch noch mal so einen Personenaufzug. Dann gibt es auch noch einen großen Frachtaufzug. Und das, ja, was so ein bisschen auffällig ist an dem Schiff, was so ein bisschen das Auge einfangen soll, ist halt hier diese Aussparung in der Mitte, ne, da mit Fenstern auch auf den beiden Gängen, wo man nach links und rechts gucken kann. Ich halte es für Platzverschwendung, aber die Designer fanden es cool. Und ist auch nicht schlimm, dass da so ein Loch drin ist. Ich meine, dadurch hat man dann halt so eine Gangstruktur, so eine ringförmige im Prinzip. Das Schiff ist vom Innenaufbau her nicht super übersichtlich, aber ja, einigermaßen funktional. So, da haben wir hier noch eine Saber-Variante auf jeden Fall. Das ist eine Spezialvariante, die dürfte sich nur in der Bewaffnung unterscheiden, ja, und im Farbschema. Ansonsten ist es genauso wie die Standardvariante das Ding. Es gibt halt noch eine Variante, die dann wirklich ein bisschen mehr auf Stealth und Aufklärung setzt. Das wäre dann der Saber Raven. Um dem ranzukommen ist auch ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber ansonsten ja, Saber, was soll man sagen? Ist halt so ein Standardjäger irgendwie. Nicht gut, nicht schlecht. Da hinten haben wir wieder die Anvil Lightning. Gut, dass sie auch hier ist. So, und hier haben wir jetzt einen Retaliator Bomber. Na, den gibt es auch in der zivilen Variante. Da wird halt das Torpedomodul in der Mitte wird durch was anderes ersetzt. Na, das Ding hat, glaube ich, zwei Module hintereinander in der Mitte. Und eins kann man dann durch den Frachtraum oder durch eine etwas luxuriöse Kabine bzw. Aufenthaltsraum ersetzen. Da sehen wir auch den Aufzug auf jeden Fall. Vom InDesign her auch nicht schön, das Ding auf jeden Fall. Als Bomber, glaube ich, ganz brauchbar, ne? Dadurch, dass es auch eine Menge Türme hat. Wir sehen es da hinten zum Beispiel. Ne? Da ist ein Turm drauf, den gibt es so auf der anderen Seite nochmal. Dann gibt es hier hinten einen, der drunter hängt. Hier vorne müsste auch irgendwo einer hängen. Ich gucke mich mal drunter durch. Genau, hier vorne ist auch einer. Und dann ist vorne oben drauf, denke ich, noch einer. Und dann kommen wir so auf ungefähr 5 Türme. Ja, genau. Da vorne oben drauf ist noch einer. Da hinten ist der andere seitliche Turm. Hat sich voll die Menschenmengen gebildet. Was ist denn hier los? Also das Ding hat 5 Türme auf jeden Fall, die müssen alle bemannt werden, da sind keine Automatiktürme dabei. Interessanterweise, ne, man sieht es ja an den großen Panzern. Da hat man vorne noch den Piloten, Schrägstrich Bomber. Also das Ding ist ein bisschen personalintensiv und da hat man noch weniger Annehmlichkeiten als in der Redeemer. So, und hier sehen wir nochmal an der Hammerhead. Vorne. Dieses Undock-Ding, ne, das geht auf. Diese beiden ja, Panzertüren schieben sich zur Seite und dann kommt dahinter dieser Undock-Tunnel zum Vorschein. Und hier drunter, das ist die Brücke. Das ist ganz interessant, weil die Sitze von oben runter hängen und man dann quasi über so einem Glasboden schwebt. Und dadurch hat man nach unten und zur Seite unglaublich gute Sicht. Aber nach oben halt gar nicht. Was natürlich anders ist als bei den meisten anderen Schiffen. Aber ja, ganz interessant. Ne? Ich meine, schränkt das Ding jetzt nicht großartig ein, ob man nach oben oder nach unten nicht sieht. Ist bei einem Schiff dieser Größe egal. So landet sich halt leichter tatsächlich. Ja, und fürs Andocken ist es halt wirklich wurscht. Man sieht halt zur Seite nicht wirklich gut, weil der Überhang halt sehr hoch ist. Und dann haben wir hier Türme, die sind so ähnlich designt wie an der Carrack, also das heißt, sie fahren ein bisschen weg und haben da 180 Grad Schwenkbereich und sind dann nicht mit dem Schiff so verbunden, dass man ständig
rein und raus kann, sondern die fahren wirklich weg und da ist ein Spalt zwischen der Tür vom Turm und der Tür, der zugehörigen Tür am Schiff. Und die müssen dann halt erst wieder ranfahren ans Schiff, die Türme, wenn man die wechseln will. Ja. Das ist das auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns mal hier die Nebenhalle an. Ich watsche da mal rüber und dann sehen wir uns da wieder. Hier haben wir in der Mitte die Eclipse. Auch ein sehr netter Bomber, auch eins von meinen Lieblingsschiffen tatsächlich. Die Avenger haben wir hier alle Varianten. Da werde ich vielleicht einmal dran vorbeilaufen irgendwie oder auch nicht. Ne? Also die Varianten, ihr kennt sie inzwischen alle. Es gibt halt eine mit Kopfgeld, Gefangenenzellen hinten drin, eine mit einem EMP-Generator, eine mit Fracht. Und ich glaube, das sind die drei Varianten. Und dann gibt es halt noch diese mit dem Spezialanstrich, die, glaube ich, auch das Frachtmodul hinten drin hat. Und hier haben wir aber die Eclipse, ne, Stealth Bomber. Und da können wir auch mal einsteigen, da steige ich nämlich gerne ein. Das Ding hat nämlich einfach ein richtig geiles Design, finde ich. Das ist so das Schiff, finde ich, was Aegis repräsentiert. Weil es halt wirklich Stealth ist, nur das Ding ist Hightech, das ist jetzt auch nicht bequem, es ist halt immer noch eine Militärmaschine. Ne? Man sieht es hier beim Einsteigen, das ist unheimlich eng. So eng, dass man diese ganze Bedienkonsole erstmal zurückfahren muss, damit man Platz hat, da rein zu krabbeln, und dann kommt die halt einfach nach vorne gefahren. Das ist Power schon on. Ja, irgendwie schade, die Displays, die kriegen wir hier nicht beleuchtet. Das ist super schade. Aber das Ding sieht halt auch gut aus im Flug, ne? Also hier diese Flügel, wo das Landewerk, wie heißen die, diese Landekufen halt dran sind. Die klappen sich dann natürlich runter beim Flug. Da hat man halt so eine große dreieckige Form auf jeden Fall. Da vorne das Cockpit. Und dann hat man da halt seine Torpedos drin in dem Ding. Ne? Ein paar kleine Kanonen hat man noch zur Selbstverteidigung, aber das Ding ist im Prinzip so unbeweglich, dass man die auch weglassen könnte. Aber das ist halt schön, ne? Wenn man es mag, also die Cockpit-Aussicht ist jetzt auch nicht super, aber man sitzt halt so richtig in diese Technik eingebettet im Prinzip da drin und ist dann komplett auf seinen Job fokussiert und muss dafür auf jede Annehmlichkeit verzichten. Und die Teile sind halt schon eine Zeit unterwegs und da muss man halt in seinen Anzug pissen und irgendwie aus der Beintasche seine Nahrung und Getränke rausholen. Für alles andere ist da einfach kein Platz. Und dann ist das Ding aber auch tatsächlich ziemlich heimlich. Und man kann damit eine gute Überraschung anbringen. So, hier haben wir die Avenger, auch liebevoll der Pinguin genannt. Das hier ist die ursprüngliche Lackierung auf jeden Fall. Das ursprüngliche Farbschema. Auch wenn es hier die Warlock ist, das ist natürlich die EMP-Variante. Das müsste schon die, da drüben diese schwarz-weißen, das sind halt die ursprünglichen Farbvarianten. Und in der Warlock haben wir hinten den EMP-Generator drin. Also warum man hier die Klappe aufmachen kann, um da reinzulaufen, verstehe ich bis heute nicht. Wahrscheinlich zu Wartungszwecken, aber wenn das Ding läuft, man sollte da wahrscheinlich einfach nicht reinrennen. Das sieht halt so aus schon, als wenn da eine Menge Strahlung rauskommen würde. Das ist eine Variante, da kann man nicht durchlaufen, von hinten nach vorne tatsächlich, sondern man kann nur hier einsteigen. Das ist ein älteres Modell auf jeden Fall, das sieht man auch sofort. Sich die Form gleich mal anguckt und das Cockpit hier vor allen Dingen, ne? Da sieht man schon, das ist ordentlich Retro. Das würde man so heute nicht mehr im Aegis-Katalog finden. So, und dann kommen wir hier aus dem Sitz raus, nach hinten. Das geht bei allen Varianten.
Und hier können wir aber diese Tür nicht öffnen. Da sind auch Gefahrenaufkleber drauf, die kann man bei den anderen Varianten öffnen. Hier hat man halt ein Bett, so ein bisschen Stauraum irgendwie. Ich weiß gar nicht, was hier was ist. Habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, was dahinter ist. Ja, und das ist es im Prinzip, ne? Also ein Bett, keine Dusche, nix. Bisschen Stauraum, bisschen Komponenten. Und hier irgendwie ein bisschen Engineering. Also sonst hat das Ding hier halt nichts. Pilotensitz. Das ist super. Und sieht auch ganz bequem aus, irgendwie auch ein bisschen retro. Also dem Schiff sieht man tatsächlich sein Alter an. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Als Einsteigerschiff, ne, so ein, welches ist nicht, die Titan-Variante, ist glaube ich die Frachtvariante, würde ich durchaus jedem empfehlen. Und weil das Ding halt einigermaßen beweglich ist, ganz schnell, die Waffen ist gut, ne, wir sehen hier Raketen, wir sehen so kleine Seitengeschütze, wir sehen vorne ein großes Geschütz drin, das kann man, glaube ich, immer noch nicht austauschen. Diese Gatling Gun ist, glaube ich, fest verbaut. Aber als Einsteigerschiff, ich gehe gleich nochmal rüber zu den anderen Varianten, ist das Ding auf jeden Fall so zu gebrauchen. So, und dann haben wir hier den leichten Aegis Jäger Gladius. Ist ein kleines bisschen schwerer, ist er eigentlich als leichter Jäger offiziell. Ist ein kleines bisschen schwerer als der Anvil Arrow. Sowohl von der Bewaffnung her, ist aber trotzdem leichter Jäger. Sowohl von der Bewaffnung her als auch von den Schäden, da bin ich mir gar nicht so sicher. Was wir hier allerdings haben, ist so ein externes Staufach, was natürlich ganz geil ist. Ne? Da kann man Waffen reinschmeißen und so. Für falls man mal landet. Und ansonsten ist das vom Tech-Level her, würde ich sagen, so ein bisschen zwischen dem Avenger und der Eclipse. Hier sehen wir auch wieder, das fährt schon so ein bisschen raus. Die Monitore sehen schon ein bisschen besser aus. Aber es ist halt auch schon älteres Design auf jeden Fall. Und hier, das wurde auch schon heftig benutzt, wie es aussieht. Ne? Das sieht überall schon so ein bisschen abgestoßen aus. Aber nichtsdestotrotz, ein fähiger Jäger. Alternative zur Arrow auf jeden Fall, ein bisschen schwerer bewaffnet, wie gesagt, mit Schilde weiß ich gerade gar nicht genau, ob die auch krasser sind. Dafür nicht ganz so manövrierfähig. Ja, auf jeden Fall auch eins von den Standardteilen der UE Navy. Na, vielleicht nicht unbedingt die Variante hier, das ist glaube ich auch irgendeine spezielle Variante. Und nicht die Grundvariante, aber ich weiß auch nicht, ob die eine zivile Variante ist. Ich würde denken, ja. So, dann watsche ich mal schnell darüber. Dann können wir uns da die anderen Avenger noch angucken. Hier haben wir die Titan Renegade Variante. Also die hat einfach ein bisschen andere Bewaffnung als der normale Titan. Hat hinten auch den Frachtraum, die Titan-Variante. Hier ist gar kein Schild dran an dem Ding, warum denn nicht? Wollte ich euch mal zeigen. Also von außen sehen die alle gleich aus, klar. Ne? Die benutzen die gleiche Hülle. Bei der Bewaffnung sieht man auch nicht den Unterschied. Der ist halt unter den Flügeln. Hier ist die Stalker-Variante. Können wir einfach mal, wenn wir hier an die Rampe gut rankommen, ein bisschen reinschauen. Diese Form ist halt sehr ikonisch tatsächlich. Das Schiff erkennt man auch einfach auf Distanz. Hier sehen wir diese Zellen für Kopfgeldjägerbedarf. 6 Zellen haben wir drin und dann ist hier halt hier dieser Mittelteil. Vorne ist Cockpit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man jemals 6 Leute da reinschmeißt oder ob das nur Transport von einem Gefängnis zum anderen dann ist. Ja, dann haben wir hier die normale Titan-Variante. Kann ich vielleicht auch gleich mal die Rampe zumachen
Und da sehen wir, haben wir hier einfach Platz drin für 8 SCU, glaube ich. Passen dann sogar rein und dann hier ansonsten alles wieder gleich wie gehabt. Und hier schmeißt man dann halt seine Kisten rein. Also dann schauen wir, ob ich die Rampe, dass das bei dem so ein bisschen schüttelt tatsächlich. Weil die auch keinen offensichtlichen Schalter haben. Dann stelle ich mal hier drauf, genau. So, da können wir zumachen und dann sehen wir, schließt ziemlich nahtlos, fügt sich dann ganz gut in diese Form ein. Ja, das ist halt die Titan Renegade Variante. Die sieht eben genauso aus wie die normale Titan Variante. Sehr dicht an dicht. Vielleicht kriegen wir hier nochmal einen guten Shot von der Seite hin. Unterscheidet sich nur durch diese Sekundärbewaffnung hier. An der normalen Titan-Variante und natürlich durch die Farbe. Aber da finde ich halt, Schwarz-Weiß ist einfach ikonischer. Ne? Das ist die Standardfarbe von dem Schiff. Und ich finde die Linien tatsächlich ganz gut, ne, von dem Ding, weil wir halt diesen wunderschönen Schwung drin haben, mit einem relativ geraden Rücken, ne, hier unter der Nase halt den Schwung. Und dann hier diese großen Einlässe einfach, die dann hinten in die Triebwerke münden. Und außerdem haben wir hier diese kleinen Stummelflügelchen, die diesen Knick dran haben. Das sieht auch sehr gut aus und passt auch hier zu diesen. Ja, ich will es nicht Leitwerkflossen jetzt nennen, irgendwie, ne? Aber es ist schon so ähnlich wie ein Leitwerk und dadurch funktioniert das Ding auch in der Atmosphäre ganz gut tatsächlich. Es fliegt sich wirklich sehr, sehr angenehm, finde ich. Hat ausreichende Bewaffnung, ne? Gerade mit den Titan-Varianten. Da kann man als Anfänger so ein bisschen umprobieren, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. Und dafür bekommt man halt wirklich ein solides Schiff, auch wenn es ein bisschen ältere Technik ist, wie gesagt. Aber ich finde, es ist ein schönes, schnuckeliges Schiff. So, dann gehen wir nochmal in die andere Nebenhalle. In dieser Halle haben wir sämtliche Vanguard-Varianten. Das ist ein Langstreckenjäger auf jeden Fall, den gibt es in, oh, jetzt musst du gerade lügen, in 4 Varianten, glaube ich. Tatsächlich, ne, auch wenn mir jetzt gerade nur 3 einfallen, ist einmal die Standard-Variante, da ist die Truppentransporter-Variante und die Electronic Warfare-Variante. Und die sehen innen auch alle ähnlich aus. Ne? Da haben wir wieder so ein zentrales Modul, ähnlich wie gerade bei der Avenger schon gesehen, das dann ausgetauscht werden kann. Nicht je nachdem, was für Missionen man machen möchte, wobei ich gar nicht weiß, ob man das vernünftig außerhalb von einem von einer größeren Einrichtung machen kann. Wir haben hier auf jeden Fall so ein bisschen Lebensmittelzubereitung. Also das ist der Standard Vanguard. 2 Betten für die beiden Piloten. Hier oben haben wir den Turm, in dem man rein kann. Dann haben wir hier so eine Engineering-Konsole auf jeden Fall. Hier müssen eine. So, ja, ich habe daneben gedrückt. Das sind nicht die richtigen Knöpfe, sondern hier. Da ist Dusche, Toilette drin. Und die Toilette kann man hier. Nein, das war falsch. Die Toilette kann man hier ausziehen. Ups! Da hat man da eine Toilette. Und auch alles, was man braucht, ne, mit Duschkopf auf. Sehr kleinen Platzspanne Raum. Warum gehst du nicht wieder zu? Ich kann man nur öffnen. Ich kann man nicht schließen. Alles klar. So, hier drüben haben wir dann einen kleinen Waffenschrank auf jeden Fall. Super schön. Kann man dich wieder schließen? Dich kann man wieder schließen. Perfekt. Oder auch nicht. Ja, hier Komponentenzugang auf jeden Fall. Den Schacht hier kann ich nicht. Achso, das ist auch ein Komponentenzugang. Das ist normalerweise abgedeckt hier. Unter der Treppe. Genau.
hier alles schon mal angegrabbelt worden irgendwie. Ich setze mich hier mal rein, spaßhalber. Dann können wir uns das Ding mal von außen angucken. Ja, was sehen wir hier? Aussicht geht so, ne? Das Ding ist nicht wendig. Das Ding ist auf Redundanz ausgelegt, auf Reichweite. Es gibt alle Komponenten zweimal. Auf jeden Fall einmal am Backbord, einmal am Steuerbord. Ja, wir sehen vorne diese fest verbauten Vierlingskanonen. Die kann man nicht austauschen. Die sind mit der Variante im Prinzip festgelegt. Wir haben oben diesen Turm drauf, ne? Der ist relativ klein. Da haben wir schon gesehen, den Zugang, und unten noch dieses große schwenkbare Geschütz unter der Nase. Ja, das müsste auch austauschbar sein. Und die Flügel hier, ja, man sieht es da, die schmalen mit der Leuchte da am Ende, die klappen aus. Der Gabelschwanz bleibt einfach so. In den kann man nichts tun. Und das Ding sieht auch ganz gut aus, ist wie gesagt eher auf Langstrecke angelegt, ne? Also man fliegt irgendwo hin, erfüllt da schnell seine Mission, zum Beispiel irgendwas bombardieren oder sowas, und er fliegt dann wieder zurück. Dafür ist es eigentlich ausgelegt. Schauen wir hier rüber, und dann gibt es halt noch verschiedene Varianten. Na, das müsste die Hoplite-Variante sein, denke ich. Genau, das ist der Truppentransporter. Schauen wir mal rein, also die grüne Variante. Er verzichtet auf das Wohnquartier hier drin. Man darf für 6 Marines transportieren, nebst Waffen natürlich, ganz wichtig. Und ansonsten sieht der vordere Bereich, der sieht immer gleich aus. Ja, das ist wirklich nur hier hinten, das Modul, Turm gibt es natürlich trotzdem. Aber dieses Modul hier ist halt austauschbar. Das dient auch als Rettungskapsel gleichzeitig. Zumindest bei der Grundvariante. Bei den anderen aber auch. Ne? Bei den anderen ist es nur nicht so angenehm, weil man da natürlich keine Annehmlichkeiten drin hat. Kein Komfort, sondern wirklich ein Missionsmodul. Welche Variante bist du? Das ist die gespiegelte Grundvariante. Ah, nein, das ist die Bomber-Variante. Richtig, Harbinger, die Bomber-Variante. Da hat hier ein paar große Torpedos drin auf jeden Fall. Deswegen wurde hier einfach die Dusche und sowas getauscht. Ansonsten ist das Ding ganz genauso. Ne? Also das ist ja auch ein... Ja, Langstrecke weiß ich gar nicht, ob das Ding für Langstrecke genug Reichweite hat, aber zumindest ein Mittelstreckenbomber. Kann man eine Weile mit unterwegs sein. Es mangelt einem auch an nichts, außer an vernünftig Platz, um sich die Füße zu vertreten. Aber ansonsten hat das Ding halt alles. Ne? Also man hat eine Dusche, man hat ein bisschen Nahrung und so weiter und so fort. So. Grundvariante, was hat die für Namen? Worden. Als Grundvariante. So, und dann gibt es hier drüben noch meine persönliche Lieblingsvariante von dem Ding auf jeden Fall. Sentinel-Variante nämlich. Und das ist die E-War-Plattform. Wunderschön in blau-gelb gehalten auch. Und die sieht nicht nur gut aus von innen, sondern ist potenziell auch sehr nützlich. Sagt für die elektronische Kriegsführung. Und wir haben wieder Storage irgendwie. Hier ist die Dusche drin. Und drüben haben wir wieder den Waffenschrank. Lebensmittel kann man nicht reingucken, kann man nicht plündern. Ja, auch so diese Standard-Variante hier von Aegis. Hier die Betten, vorne das Cockpit, und dann haben wir hier diese E-War-Plattform, das Ding hier. Nein, ich habe den Turm aktiviert, ne? Ja, okay. Ups. Ja, dann sitzen wir auch mal im Turm. Perfekt. Ja,
Hier steht man da also dran und würde arbeiten, während der Pilot da vorne die Schiffsumgebung überwacht. Arbeitet die zweite Person hier hinten, hat hier diese große Wand, einen großen Bildschirm auf jeden Fall, Unmengen von Knöpfen und Tastaturen und Komponenten mit Rädchen und Schaltern und Kipphebeln. Super gut auf jeden Fall. Also das Ding hier könnte wirklich Laune machen. Wenn man einfach irgendwo hinfliegt und wenn je nachdem, wie die Fähigkeiten von dem Ding hier ausgebaut werden, was weiß ich, ein bisschen hackt, ein bisschen stört, ein bisschen lauscht, das weiß man halt nicht genau, wie die Fähigkeiten da aussehen. Das wird sich aber irgendwann noch klären. Ja, da haben wir das da unten auch abgehakt und schauen uns dann noch die Hologramme unten an, zum Abschluss, wie immer. Hier haben wir schon das erste Hologramm, die Valken. Ja, da sieht man, dass das Ding ein bisschen industrieller angelegt ist, auf jeden Fall in das Cockpit. Da vorne mit diesen geraden, senkrechten Scheiben auf jeden Fall. Also da ist nichts so richtig stromlinienförmig, sondern gerade senkrechte Scheiben für guten Überblick nach draußen und rum. Das Ding benutzt Drohnen, um zu reparieren, zu munitionieren, zu tanken. Ist also ein Versorgungs- und Reparaturschiff. Ja, so steht es ja auch. Und ist ganz nett. Das hat zwei Decks, ne, um das mal so ein bisschen einordnen zu können von der Größe her. Oder hat sogar zweieinhalb, weil hinten noch ein Halbdeck ist irgendwie. Ein einigermaßen großer Frachtraum, nicht hier zwei Klappen auf jeder Seite, wo dann die Drohnen rauskommen. Unten diesen extra großen Tank. Also es hat einen zusätzlichen Tank einfach für Treibstoff, den es dann zu einem Schiff transportiert. Ja, und hier oben das schön übersichtlich. Ja, hier leider ein bisschen schlecht ausgeleuchtet, dieses Modell. Deswegen kann man nicht super viele Details erkennen. Wirklich schade. Das würde sich schon lohnen. Weil das Ding tatsächlich ganz gut aussieht. Zumindest für so ein Industrieschiff. Ne? Hinten die große Heckklappe auf jeden Fall. Wo man dann das ganze Zeug reinbringt. Und hier drüben das Nautilus, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich glaube, Nautilus stimmt nicht. Doch, das ist die Nautilus. Ha! Ein Minenleger. Und da haben wir hier hinten. Ups, guck mal nach hinten. Da auf jeden Fall diese Minenwege und auch Einsammelvorrichtung. Oder hier unten, ich weiß gar nicht genau. Also dieses ganze Ding hier im Prinzip ist es. Innen drin ein Frachtraum, um die Minen natürlich zu transportieren. Und die sind ja nicht gerade klein. Ja, die Türme, wo ich die gerade sehe, ne, die haben keine Abdeckung richtig nach hinten, weil die hier an dieser. Von vorne sieht man es wahrscheinlich besser, an dieser schrägen Fläche angebracht sind und nach hinten so ein bisschen blockiert werden. Ansonsten sieht das Ding ganz gut aus. Ne? Hier vorne halt die Brücke und ja, es ist wieder unheimlich schlecht beleuchtet. Ne? Und wir sehen, hier ist so eine schräge Flanke und da ist der Turm genau drauf. So ein bisschen schon von der Orientierung her nach vorne gekippt bzw. rotiert. Dahinter ist halt direkt so eine Kante, die im Prinzip verhindert, dass er hier zu diesem Triebwerk schwenkt und das abschießt. Also mehr Feuerkraft nach vorne, das Ding kann man nicht alleine operieren lassen. Es ist jedenfalls nicht in der Nähe der Frontlinie. Es braucht wirklich ein bisschen Überwachung während des Minenlegens. Ja, wie gesagt, ein ganz nützliches Schiff. Zu Minen räumen und auch legen. Die Minen gibt es in mehreren Varianten. Ne? Einmal so eine Verfolgungsmine, dann gibt es Minen mit Geschützen drauf. Und also die Verfolgungsminen sind wie Magnetminen. Und dann gibt es noch irgendeine dritte Variante, die mir gerade nicht einfällt tatsächlich. Aber ist auch nicht schlimm, glaube ich. Ne? Minen halt. Steht hier ständig im Weg, die Frau.
Ja. Und das sind dann die Aegis-Schiffe. Das war Ausstellungstag 2. Ich habe eigentlich nachgeguckt, was morgen drin ist. Origin vielleicht und kleinere Aussteller. Ne? Ich glaube, jetzt kommen kleinere Aussteller und RSI und Origin, glaube ich, an zwei unterschiedlichen Tagen. Ja, könnte sein, dass morgen Origin und Cumbrill und noch irgendjemand dran ist. Müsste ich mal auf den Plan gucken. Habe ich gerade nicht parat. Könnte aber tatsächlich auch ganz interessant werden. RSI wegen der Scorpius und Origin, weil die einfach wunderschöne Schiffe machen. Da würde mich mal interessieren, was das militärische Schiff sein soll, das sie ausstellen wollen. Vielleicht der G12 Buggy einfach nur und gar kein Schiff. Die M50 als Abfangjäger würde mir höchstens einfallen bei Origin. Und ansonsten habe ich keine Ahnung, was da als militärisches Schiff durchgehen könnte. Heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr übermorgen dann wieder reinschaut. Und dann schauen wir mal, was die Ausstellung vielleicht noch für kleinere oder größere Überraschungen bereithält. Man weiß nicht. Macht's gut und bis dann. Ciao.